im Wasser herumtollen. Für viele Hunde ist das das Größte. Natürlich ginge dies auch in einem Bach, Fluss oder See. Doch das Hundeschwimmbad bietet Sicherheit und mehr Komfort. Das Wasser ist gleichmäßig temperiert auf 17 Grad und wird mit Schwimmbadtechnik gereinigt und gefiltert. Meistens läuft es dann so ab, dass die Hunde kurz abgeduscht werden und danach können sie auch schon direkt in die Becken. Die meisten fangen im Planschbecken an, damit der Hund sich sozusagen an das Wasser gewöhnen kann und an die neue Umgebung, weil sowas kennen die anderen Hunde ja noch nicht, die kommen. Dann geht es ab in die Schwimmerbecken. Jeweils 11 Meter lang sind die Edelstahlbehälter. Das Wasser ist unterschiedlich tief. Für jede Hundegröße die passende Bahn. Geeignet für den sportlichen Hund oder auch für Vierbeiner mit Gelenkproblemen. Sie können hier Physiotherapie bekommen. Die meisten Hunde mögen Wasser. Manche Rassen, wie etwa der Labrador, gelten als richtige Wasserratten. Andere brauchen vielleicht etwas länger und müssen überzeugt werden. Stellvertretend für die Badegäste haben wir deren Halter nach ihrer Meinung zum Hundeschwimmbad befragt. Also der Jule gefällt das Wasser hier. Sie ist auch ziemlich schnell rein. Natürlich mit dem Ball. Wir waren am Anfang ja ganz alleine da. Das war natürlich für die Jule super. Da konnte sie sich erstmal ans Wasser gewöhnen. Und wir kommen mit Sicherheit noch öfters. Der ist hierher gekommen, hat ganz viele neue Hundefreunde kennengelernt. Hat sehr viel Spaß gehabt im Gemeinschaftsbecken. Und was ihm am meisten Spaß gemacht hat, war das Bahnenschwimmen. Anfangs ein bisschen schüchtern, er kennt halt noch nicht allzu viel. Aber dann zum Schluss hat es ihm anscheinend ganz gut gefallen. Jedes Mal, wenn er aus der Box schaut und sieht, dass wir hier sind, freut er sich total und kann es kaum erwarten, dann hier durch die Tür zu kommen und ins Wasser reinzurennen. Die Bewegung im Wasser macht nicht nur Spaß, sondern ist auch für Hunde gesund. Gut für Muskeln und Gelenke, Herz und Kreislauf. Und überhaupt ist das Hundeschwimmbad einer Badeanstalt für Menschen nicht unähnlich. Wir haben Duschen und Föhnplätze eben, sodass der Hund dann eben auch danach geföhnt werden kann, wenn er das möchte. Wir haben noch einen Kaffeebereich, wo dann auch die Zweibeiner sozusagen am Ende sich noch hinsetzen können, ein bisschen was essen, trinken und einfach den Badetag ausklingen lassen können. Umkleidekabinen gibt es übrigens keine. Die Badegäste gehen einfach in voller Montur ins Wasser.